Adesso chiamo sul palco il leader del Freiheitlichen Partei Österreichs, Heinz Christian Strache. Vielen Dank. Amici padanesi. Ein herzliches Dankeschön für diese großartige Einladung hier nach Turin zur Lega Nord. Ich bin stolz darauf. Grazie davvero per l'invito rivoltomi a venire qui a Torino al vostro congresso. Sono davvero fiero di essere qua. Roberto Maroni, Matteo Salvini, Fontana, ihr seid alle unsere Freunde der Freiheit für Europa. Roberto Maroni, Matteo Salvini, Fontana, voi siete i nostri amici per la libertà in Europa. Viva Padania! Es geht uns um ein Europa der Vaterländer, ein Europa der Kulturen und Identitäten gegen eine Islamisierung Europas. Noi siamo a favore di un'Europa delle patrie, delle culture, delle identità e contro un'Europa islamizzata. Wir stehen zu unserer christlichen Kultur und unserer christlichen Identität und Europa ist so lange nicht verloren, solange wir gemeinsam auch das neue Europa sicherstellen werden. La nostra cultura cristiana, la nostra identità cristiana, fin tanto riusciamo a proteggere questa nostra cultura, questa nostra identità, riusciremo a vivere in un'Europa libera. Ihr schreibt heute hier in Turin Geschichte mit einem neuen Parteichef und einer neuen Zukunft und wir schreiben gemeinsam mit den Partnern aus Flandern, mit den Partnern aus der Lega Nord, aus Padanien, mit den Partnern aus Frankreich, mit den Partnern aus Schweden, mit den Partnern aus Russland gemeinsam in Zukunft Geschichte mit den Partnern aus Holland, mit Geert Wilders, der ein großartiger Mann auch mit großartigem Charisma in Europa ist. Oggi qui scriviamo una pagina della storia insieme agli altri paesi, quindi alle Fiandre, alla Padania, alla Svezia, alla Russia, all'Olanda, a un signore che si chiama Geert Wilders e che è davvero un rappresentante carismatico per tutti noi. Sagen wir daher heute Ja zur Freiheit, Ja zu einem Europa der Vaterländer, Ja zu einem Europa der direkten Demokratie und sagen wir Nein zu einem zentralistischen Europa, Nein zu einem islamisierten Europa und Nein zu einem Beitritt der Türkei in die Europäische Union. Quindi diciamo sì alla libertà, diciamo sì a un'Europa delle patrie, diciamo sì a un'Europa della democrazia diretta, diciamo no a un'Europa centralizzata, a un'Europa islamizzata e no all'ingresso della Turchia in Europa. Viva la Padania Liberia!